Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Das Sprichwort sagt, was lange währt, wird endlich gut. Dass es auch anders geht, beweist die Große Koalition mit ihrem Antrag, denn der hat wahrlich lange gedauert. Und außerhalb der Großen Koalition gibt es niemanden, der den ernsthaft für gut halten würde, meine Damen und Herren. Und das möchte ich Ihnen an wenigen Punkten zeigen. Dass der Entwurf mangelhaft ist, zeigen die Koalitionäre ja allein dadurch, dass sie parallel mit ihrem Erstaufschlag gleich schon einen Änderungsantrag ankündigen, der aber noch gar nicht vorliegt. Was, wenn nicht der Ausfluss schlechten Gewissens ist, das, wenn man etwas vorlegt, wo man selber merkt, dass man die Hausaufgaben nicht ordentlich gemacht hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zweitens. Die Ausnahmeregelungen dieses Gesetzes sind scheunentorgroß. Der Entwurf ist löcherig wie ein Schweizer Käse. Und die Begründung dafür, die ist doch fadenscheinig. Die Integrität und das Vertrauen der Öffentlichkeit in den demokratischen Gesetzgebungsprozess ist natürlich ein Rechtsgut von Verfassungsrang, Herr Kollege Schnieder. Und dass Sie das bestreiten, das wundert mich ernsthaft. Und in Wirklichkeit war es doch so. In Wirklichkeit war es doch so. Die SPD hat gesagt, ja, Moment, die Gewerkschaften, den führen wir uns nah, die wollen wir nicht mit reinholen. Dann hat irgendein findiger Jurist gesagt, ja, das können wir mit der Tarifvertragsautonomie, da können wir mit der vertraglichen Parteistellung begründen, da müssen wir die Arbeitgeber auch mit rausnehmen. Hat die SPD gesagt, einverstanden. Hat CDU gesagt, ja, dann wollen wir auch was haben, dann nehmen wir doch die Kirchen mit raus. Und ganz ernsthaft, diese drei Organisationen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, also durch die Gewerkschaften und die Kirchen, die vertreten legitime Interessen. Ich bin froh darüber, dass die sich intensiv in den Gesetzgebungsprozess einbringen. Aber natürlich haben die eigenwirtschaftliche Interessen. Die betreiben Bildungswerke, deren Umsätze von der Arbeits- und Gesetzgebung hier im Hause abhängig ist. Die betreiben Banken und Verlage. Und wenn man kirchliche Tätigkeit sogar so weit auffasst, dass die Wohlfahrtsverbände mit eingeschlossen sind, dann geht es um die größten Arbeitgeber in Deutschland und Milliardenumsätze. Und dass Sie diese Interessen aus einem Interessenvertretungsgesetz herausnehmen, zeigt, dieses Gesetz ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Und wenn man dann in den Anwendungsbereich fällt, dann ist es ja gut, was hier gesagt wurde, dass man Auskunft erteilen soll über Personalaufwendungen und über die Finanzierung. Nur Sie haben vergessen, die ganze Wahrheit zu sagen. Man kann sich das ja aussuchen, ob man diese Informationen preisgibt. Der Gesetzentwurf lädt ja sogar zur Option ein. Und wissen Sie, was die schärfste Sanktion ist, wenn man sich für die Option entscheidet, die Auskunft nicht zu erteilen? Die Verweigerung eines Hausausweises, sprich der freie Zugang zur Kantine des Parlaments, wird verweigert, meine Damen und Herren. Da sollte Ihnen etwas Besseres einfallen, wenn es um das Vertrauen in den demokratischen Gesetzgebungsprozess geht. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.